Die Nachbar. Papa ist. Papa ist. Ach so, die Tür. Ich kann wieder aufmachen. Deine Finger sind lang. Hast du einen langen Finger? Einen wunderschönen guten Morgen aus der Türkei, Tag 66 unserer Türkei-Reise. Es ist noch früh morgens, 9 Uhr. Wir waren jetzt ganz viel mit dem Hund spazieren und jetzt wollten wir noch mal zum Markt nach Çokle oder irgendwie so heißt es. Nähe Side ist es, glaube ich. Das ist der letzte Marktbesuch für uns hier in dieser Region. Wir reisen übermorgen weiter. So ist das jetzt alles entstanden. Also wir waren ja krank, wir sind immer noch krank, aber es geht uns besser. Papa ist zurzeit noch fit, zum Glück. Weil wenn der nicht fahren kann, dann bleiben wir natürlich hier. Na, falls er noch krank werden sollte, aber wir hoffen einfach mal das Beste. Den Dampfer können wir heute auch schon mal einpacken, oder? Ja, morgen fahren wir nach Alanya, Freunde verabschieden und übermorgen geht's weiter. Also es ist wirklich ein lachendes, ein weinendes Auge bei mir, weil wir waren jetzt 2 Monate hier auf diesem Stellplatz. 8 Wochen, 5 Tage dann. Wir haben uns so sehr darauf gefreut, hier Urlaub machen zu dürfen. Es war wunderschön, aber am Ende jetzt auch recht langweilig, muss ich ja sagen. Aber trotzdem wunderschön. Und ist die Zeit einfach schon wieder vorbei. Da war ich heute Morgen spazieren mit dem Smurfy. Da war keine Menschenseele. Und heute möchten wir am Nachmittag, wenn wir vom Dings da wiederkommen vom Markt, hat der Bernd gesagt, wir fahren nochmal mit dem Sub raus, diesem Stand-Up-Paddleboard. Und dann bauen wir das ab. Jo, und der Plan ist, dass wir das hier lassen, haben wir schon gefragt. Oh, ihr seid ja ganz verschmiert. Wir lassen das hier. Haben wir gefragt, das müssen wir nicht mitnehmen, weil das wiegt 18 Kilo. Weil das würde ich sowieso nur hier fahren. Und wir kommen ja nächstes Jahr wieder. Also egal, wo wir jetzt hinfahren, im Winter wird es zu kalt sein. Jo. Und so dürfen wir es hier lassen. Super nett. Und jetzt sind wir quasi so weit, dass wir losdüsen können, glaube ich. Ich muss euch mal was erzählen und was fragen. Und zwar gestern Abend hatte ich tatsächlich Zeit und habe ein bisschen TikTok geguckt. Und ich habe früher, bevor wir das Nagelstudio eröffnet haben, habe ich immer gerne eine Dame geguckt. Lini Nails, die macht halt Schulungen online für Fingernägel machen. Oder verkauft auch ihren Online-Shop und so. Und nun waren wir ja auch jahrelang in der Nagelstudio-Branche tätig und manchmal fliegt einem noch so ein bisschen Information zu. Gestern von dieser Lini halt, dass jetzt in Deutschland ein neues Gesetz gekommen ist, dass Mikroplastik bis 0,5 mm Größe verboten ist. Oder wird. Innerhalb von 2 Wochen wird das durchgesetzt. Das heißt jetzt zum Beispiel für die Nagelstudio-Branche kein Glitzer mehr. Was ich mir gar nicht vorstellen könnte, ein Nagelstudio ohne Glitzer, weil alles ab 0,5 mm sieht wirklich nicht mehr schön aus. Und die Fragen gehen natürlich weiter. Was ist mit Acrylpulver und sowas alles? Es geht um generell in Farben, in Lacke, wo wird überall Glitzer verarbeitet oder Mikroplastik? Das sind einfach so, es wird alles so einfach totreguliert und das halt nur in Deutschland. Bernd hat jetzt gerade gesagt, weil wir uns ja auch hier in der Türkei so Plastikstrohhalme mitnehmen, Plastikbesteck, Plastikteller und sowas, alles für uns und für die Familie, ob wir uns mit Glitzer auch noch eindecken sollen. Aber wir sind eigentlich immer in Ländern unterwegs, also in allen Ländern außer Deutschland. Selbst in Griechenland und sowas gibt es Plastik. Gibt's alles, alles. Es ist nur in Deutschland dieses extreme Regulieren und Verbieten und gibt es nicht mehr. Überall kriegt man es. Wir brauchen auch keine Plastikteller von dem mitnehmen. Aber hier sind die halt am günstigsten. Haben wir keine mitgenommen. Nee, für uns nicht. Nee, aber meine Mama wollte mal. Ich weiß, aber die sind halt hier am günstigsten, deswegen nehmen wir die von hier mit. Und ja, ich weiß, es ist viel Plastik auf der Welt. Ich weiß, Müll fliegt überall rum und es ist schrecklich. Aber ich verstehe nicht, warum immer Deutschland als nahezu
ja, Vorreiter ist für alles. Für alles wird verboten. Und, ups, und die Deutschen, okay, wir nehmen keine Strohhalme. Okay, wir nehmen hässliche, eklige Pappstrohhalme. Deutlich mehr. Die ja. Teurer. Teurer. Ja, überall in der Welt, da lachen die. Habe ich letztens auch mit einem noch hier gesprochen, dass sie mit Plastikstrohhalme sagt, ja, die Deutschen, haha, so nach dem Motto, bescheuert. Ne? Dann freuen sich alle zum Beispiel, dass der Mindestlohn wieder angehoben wird. Juhu, also es ist ja immer noch zu wenig, ja. Aber der wird angehoben. Viele freuen sich darüber, aber dass dadurch auch wieder alles teurer wird. Ist ja ungerecht. Genau, weil jemand... Wenn ich jetzt einen Laden habe zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Liquid verkaufe, 5 Euro, habe keinen Mindestlohn, kann ich den Preis halten, weil alles andere muss ja irgendwo ein bisschen Marge noch abwerfen. Aber wann kommt der Mindestlohn, wo ich den Angestellten das Doppelte bezahlen muss? Muss ich das Produkt dann für 7 Euro verkaufen? Weil ja. Ich habe ja die laufenden Kosten, ich habe ja alles weiter und ich muss ja auch am Ende davon leben können. Ja. Ergo wird alles teurer und diese Mindestlohnerhöhung bringt den Scheißtrick, weil du auch ja, für das Brot alles. Und alles mehr bezahlst. Und das verstehen halt viele nicht, dass das alles am Ende noch teurer wird. Ja. Weil je mehr du das anhebst, umso mehr Umsatzsteuer musst du zahlen, umso Einkommensteuer musst du zahlen, Lohnsteuer gegebenenfalls, die Angestellten kosten mehr, weil du höhere Lohnklassen kommen, musst du auch mehr Krankenkasse bezahlen und alles wird dadurch noch teurer. Deswegen freuen sich die Leute über über Mindestlohnerhöhung, am Ende schießen sie ins eigene Bein damit. Genau. Also ja. die Leute, die freuen sich darüber, am Ende zahlen sie noch mehr für alles. Mit einem Grund, warum wir ausgewandert sind, weil man wieder Puls, weil man einfach komplett, also komplett reguliert wird mit allem. Wir waren ja halt selbstständig in Deutschland, es war egal. E-Zigarettenbranche oder auch einfach nur, ich war bei meinem Mann Angestellte, da sollten wir einen Betriebsarzt einstellen, weil ich halt in seinem Nagelstudio gearbeitet habe. Am Ende hat er mich dann entlassen, weil ich ja als Ehefrau auch gratis... Wir hätten den engagieren müssen. Ja. Bezahlen müssen, dass ja. wir da hingehen können. Ja. So. Ja. Oder ich einen Kurs machen können für ein paar tausend Euro. Oder wäre ich Professor Dr. Dampf gewesen. Es ist halt einfach so total... Es wird einem wirklich die Lust genommen... Ja. Je mehr du arbeitest, je mehr du umsetzt, umso mehr musst du abgeben. Und wären wir jetzt noch in Deutschland und ich würde dieses Nagelstudio noch betreiben und dürfte jetzt kein Glitzer mehr verwenden. Ja, ich muss jetzt aufhören. Das wird ja auch trotzdem weitergehen. Dann machen wir ohne Glitzer. Aber dann hat die Welt wieder was, worüber sie reden können, die Branche. So ein Thema wieder zu beschäftigen. Wir hören jetzt auf. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir gehen dann im nächsten Video nochmal darauf ein. Wir fahren jetzt zum Markt und beruhigen uns. Wir müssen jetzt Fenster aufmachen. Wir fahren nämlich heute mal ohne Klimaanlage. Wollen wir mal versuchen. Wir schwitzen gerade. Ich muss Fenster jetzt aufmachen. Ich müffel nicht. Ich habe mich gewaschen. Ich habe mein Kokos Öko selbstgemachtes Deo verwendet. Ich schwitze, aber ich stinke nicht. Das habe ich vom letzten Mal nach 34 TL. Letzter Türkei-Besuch. Das hast du im LC bei Kiki gekauft. Aber sowas benutzen wir nicht mehr. Ja, nur wenn es wirklich sein muss. Also bevor ich stinke, würde ich das benutzen, aber ich wasche mich regelmäßig. Das riecht schon geil. Aber wir sind die Ökos. Ich habe den Tag benutzt, wo ich den ganzen Tag hin und her mit der Werkstatt war, halt aufs T-Shirt gemacht. Wir haben uns so sehr auf die gekochten Zuckermaiskolben hier gefreut, haben noch gar nicht gefrühstückt. Nee, danke. Aber wir sind irgendwie zu früh, also wir haben 10 Uhr oder so, aber die bauen hier teilweise noch auf und der Mais ist noch roh. Ja, jetzt haben wir Hunger. Sollen wir uns diese Teigblätter holen mit Oliven gleich für auf der Hand eben? Mal 10 TL kostet 1 Kilo Wassermelone. Das sind 30 Cent. Das ist hier auf diesem Markt in Çöplerli ist es so unglaublich günstig und mir hat jemand geschrieben, dass das noch teuer ist, dass das die Touristenpreise sind. Aber natürlich, wenn man hier lebt und hier arbeitet, ist es sehr teuer alles. Das wissen wir, aber für uns ist es halt günstig. Jo. Keine
zumindest keine gegarten. Die sind halt noch dabei. Das ist schön, wenn die alle auf dem Boden sitzen. Guck mal, hier sind frische Erdnüsse, denke ich mal. Weil es ist jetzt los, geht jetzt los, dass die hier die Erdnüsse anpreisen. Na, du hast ja schon geknackte Erdnüsse 2 Kilo gekauft, ne? Bananas. Guck mal, das sind so diese so doppelte Bananen, voll cool. 2 in einer Schale. Du möchtest Feigen? Hab noch eine hier, Leute. Also hier darf jeder einfach reingreifen und Oliven probieren. Das kennt man so nicht. Aber es ist eigentlich richtig cool. Ich habe auch probiert. Ich nehme die gegrillten. Das schmeckt so lecker. So lass ruhig, ja. Und dazu, da ist so ein, ich weiß nicht, Jufka-Blätter oder so. Also so Teig, ganz, ganz dünn. Da haben wir letztes Mal auch jemand gesehen, die ist da hingegangen und hat den, Vorsicht Livia, Vorsicht, lass mal den Mann vorbei. Die hat einfach das Brot so in die Finger genommen und gefühlt, wie sich das anfühlt und ist wieder weggegangen. Aber, genau, wir nehmen die gegrillten, da sind Oliven mit drin und so, 200 Gramm. Das reicht mir dann fürs Erste. Mit dem Brot, ne? Ja, ich nehme jetzt nur eins. Ja. Ist okay. 230. Mhm. Okay. Adin, lieber. Ja, wir schneiden bei dir ein Stück ab. Abschließen. Wir sind jetzt in der Nova Mall. Ich glaube, ihr seht mich kaum. Ne? Ich bin im Auto geblieben, weil bei mir ist jetzt so, die Krankheit kommt wieder durch. Die Augen brennen, Gliederschmerzen kommen und so. Also es geht mir schon besser, aber es ist halt immer noch nicht geil. Und deswegen warte ich jetzt im Auto. Bernd wollte eben noch in den 3M-Migros, der hier oben ist. Ihr wisst schon, er geht so gerne einkaufen. Und dann kann er da ganz in Ruhe gucken. Wenn ich da jetzt nämlich mitgegangen wäre, dann wäre das so, komm schnell. Und er bummelt halt so gerne. Soll er das ja auch in Ruhe zelebrieren. Und ich warte im Auto. Ja, und warte einfach hier in der Tiefgarage. In der Nova Mall. Wir wurden gerade auf dem Markt angesprochen. Und ja, das war sehr nett. Die so, guck mal, das ist doch die von TikTok. Und dann so zu Bernd, seid ihr die von TikTok? Und dann, ja, ja. Also ich sag immer, ich weiß ja nicht, wen ihr auf TikTok guckt. Wir machen das auch so, weil es kann ja auch jemand anders sein, den die meinen. Ne? Aber das war halt voll nett. Also liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr uns irgendwo trefft, ihr dürft uns immer ganz, ganz gerne ansprechen. Wir beißen nicht. Im Gegenteil, wir freuen uns sogar, wenn ihr uns ansprecht. Das ist immer schön. Nur ihr müsst uns halt ansprechen, weil wir erkennen euch ja nicht. Viele haben mir auch geschrieben, Mensch, Michaela, ich war auch dann und dann da und da, wenn ihr dann die Videos seht. Und leider haben wir uns nicht gesehen. Also ihr müsst uns halt einfach ansprechen. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so geschockt. Dann so, hi. Dann ist man so ein bisschen schon drauf vorbereitet. Und ich freue mich einfach immer ganz, ganz doll, euch auch kennenlernen zu dürfen in so einem freien Umfeld, einfach in der, also halt einfach in der Öffentlichkeit. Wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass Menschen uns zum Beispiel in Ungarn an unserem Ferienhaus besuchen. Das mögen wir natürlich nicht so gerne, weil da oder auch am Wohnwagen hatten wir das auch. Ne? Wenn man dann da sitzt und dann kommen Menschen extra, wenn die wissen, wo wir sind, kommen extra zu uns und das mögen wir nicht so, weil das ist dann so unser Zuhause in dem Moment und dann sitzen wir da im Bikini oder ich ziehe die Olivia gerade um und so und dann so, hallo, wir wollten mit euch einen Kaffee trinken. Das ist jetzt dann nicht so geil. Aber wenn ihr uns irgendwo seht, sagt hallo, da freuen wir uns. Wir sind wieder da. Ich nehme jetzt Nasenspray und leg mich hin. Ach, für jeden hast du eine Windmühle. Ist halt runtergefallen. Entschuldigt. Nasenspray und hinlegen.
Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Herrlich. Ja, Papa. Ich habe mir diese Hosen geholt, diese, ne? Hier auf den Märkten. Die waren, sind super. Die haben so 7,50 Euro gekostet. Im Salipazari gab es halt die. Die ist ja auch wirklich sehr schön. Ich mag die sehr gerne. Bernd mag sehr, wie sie sitzt. Aber ihr seht es nicht. Es ist so ein Loch zwischen den Beinen. Das muss ich mal nähen. Vielleicht heute oder morgen. Ich weiß noch nicht. Ich mache uns jetzt erstmal ein Müsli. Ein schönes. Die Oliven waren nicht so sättigend. Wie frische Olivenöl mitgebracht haben, wenn schmeckt. Ja, schmeckt vielleicht was Müsli. 100% Kokosnusspuder. Wir wollten Kokosmilch haben eigentlich, aber gab es nicht. Hat er Puder genommen. Pulver. Pulver, das ist, riecht ja mega. Ist aber bis zum Rand voll, ne? Ja, es riecht richtig gut, wenn man Kokos mag. Ganz trocken, so wie. Das ist gemahlen, ganz fein. Boah, aber es schmeckt richtig cool. Calvino, möchtest du mal Kokospuder probieren? Ja, Kokospuder, ich ja mitgenommen habe. Mm. Aber ich weiß nicht, ob wir daraus eine Milchsahne machen können. Ich versuche das mal. Wenn wir das aus Kokos an sich mit Wasser? Ja, bestimmt. Ja. Das ist 100%. Ich habe aber auch hier das hier noch. Das ist ja auch Kokosmilch. Ja, das wird nach nichts schmecken, denke ich mal. Das wird halt nur dünn sein, weil das haben die da auch gehabt. Das wollte mir der Mimi kurz geben, habe ich gesagt, nehmen. Ja, machen wir das hier mit. Nehmen Igel küssen, dann sie war schön. Munken. Super. So sieht mein Müsli jetzt aus. Ich habe da zwei Bananen gematscht, Haferflocken, Leinsamen. Das ist Haselnussbutter, die hier. Das ist nur Haselnuss und Zucker, ohne Laktose und so. Brombeeren, Erdbeeren, eine Nektarine. Papa hat keine Haselnussbutter, der nimmt immer Haselnüsse pur. Und dann gibt es jetzt unser Vitamin D3, Jod und B12, eine Portion für uns alle. Leben. Die sind auch vom Salipazari, diese Kissen, die sind so cool. Kann ich als Tisch nehmen, ich meine Beine hoch machen. Ich habe so ein bisschen Kreislaufprobleme und guck mal meinen Ausblick. Wenn der Wind ist, dann sehe ich das Meer. Schön, ne? Erinnert euch an meinen Juice gestern mit Zwiebel und Knoblauch. Der hat uns die Socken weggehauen. Der war so eklig. Wir hatten eine halbe Stunde das Gefühl, wir müssen uns übergeben und aufpassen, dass das nicht passiert. Deswegen gibt es heute eine einfachere Variante. Ja.
heute orange. Du schüttest, Livia, schön vorsichtig. Ja. Gleich um die Leine. Okay, möchtest du beide Hände dafür nehmen? Ja. Ja? Okay. Dann lasse ich los und du schüttest vorsichtig. Ich halte das Glas fest. Ja. Mehr? Stopp. Schütt erstmal ins andere. Warte, ich halte fest. Mehr. Passt. Stopp. Jetzt den Rest hier noch rein. Okay. Und dann haben wir gut aufgeteilt wieder. Zwei Chai-Gläser voll. Ja. Ich dachte, du gehst. Hat sich so angehört gerade. Mit dem Vlog nur noch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss.